Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute zu einer ganz besonderen Folge im LS22 hier auf der Map Italia. Denn heute bricht ein neues Kapitel an. 4 Jahre waren wir in Italien auf unserem Hof beschäftigt, haben ihn bewirtschaftet und nach erweitert. Gestartet haben wir mit 3 Feldern, einem kleinen Fuhrpark sowie ca. 40 Hühnern und 50 Schafen. Mit der Zeit wurde die BGA unser bester Freund. Wir haben 860 Ballen gepresst, der Großteil davon zu Silage und diese mit dem Frontlader über den BGA-Trichter verkauft. Wie viele Stunden haben wir dort verbracht? Nun, 104 Spielstunden später ist unser Hof herangewachsen. Mit einem gut ausgestatteten Fuhrpark, einem weiteren Unterstand, 300 Schafen, 100 Hühnern und 50 Schweinen. Zusätzlich sind wir stolze Besitzer einer Getreidemühle, einer Nudelfabrik und unserer eigenen kleinen Hofproduktion mit Sojamilch. Nun, wo der Hof läuft, wird es Zeit für eine neue Herausforderung. Heute ist der große Tag der Übergabe und des Umzugs gekommen. So, meine lieben Schafe, heute ist nun der Tag. Ich werde euch jetzt verlassen. Aber der Herr Cusati ist ein sehr netter Mann. Bei ihm wird es euch auch gut gehen. Sage, lebt wohl. Und auch ihr, meine lieben Hühner. Auriaco, hallo? Buongiorno, Frau Auriaco. Scusi, scusi. Ich habe eine große Vollsperrung auf der Autobahn in Richtung zu Ihnen. Ich kann nicht kommen rechtzeitig. Scusi. Ich würde gerne die Übernahme machen. Das ist aber echt schlecht. Ich muss tatsächlich los. Ich muss zum Logistikunternehmen. Die haben meine Umzugssachen schon alle da und die warten auf mich. Ich muss tatsächlich gleich losfahren. Dann würde ich sagen, dann lege ich Ihnen den Schlüssel einmal hier am Verkaufsstand unter die Sojasäcke, Sojabohnensäcke. Und dann können Sie sich da alle Schlüssel holen, die Sie benötigen. Ist das okay für Sie? Okay, ja, muss gehen. Dankeschön. Ja, alles wie besprochen. Super. Haben Sie sonst noch Fragen, Herr Cusati? Nein, es tut mir viel leid, dass ich nicht kommen kann. Vielen Dank für diese gute Lösung. Ich freue mich sehr auf den Hof in Italien und wünsche Ihnen alles Gute für Ihren neuen Hof in Deutschland. Vielen Dank, Herr Cusati. Ich wünsche Ihnen auch viel Freude mit dem Hof und alles Gute für Sie. Grazie mille. Ciao. Ciao. So, hallo, hallo, es geht los. Herzlich willkommen. Ich stelle euch erstmal noch meine tatkräftige Unterstützung vor. Das ist einmal der Carsten, ist heute mit am Start. Hallo. Ja, da ist er. Und ich habe noch den Andreas mit dabei. Der hat übrigens auch einen YouTube-Channel, Andi Simo Zocker. Könnt ihr auch mal gern vorbeigucken. So. Alle sind da. Perfekt. Dann geht's nämlich einmal zum Umzugsunternehmen. Und da machen wir nämlich weiter. Hallo, seid ihr da? Ja. Supi. Dann haben wir nämlich heute die Tour vor uns. Vielleicht zeige ich die gerade nochmal. Wir wollen ja den Hof umziehen. Und zwar von Italien. Und dann geht es einmal hoch über Venedig nach Deutschland auf einen neuen Hof. Das heißt, wir gehen auch nachher nochmal in den LS, dann auf den neuen Hof rauf. Okidoki. Ja, ich habe ich habe meine Schweine dabei. Die wollte ich nicht in Italien lassen, die nehme ich mit nach Deutschland. Ah, schade, dass Nacht ist. Wir fahren gerade durch die Weinberge. Ja, jetzt verlassen wir die schöne Italia, die schönen Felder hier und fahren erstmal ein bisschen Autobahn nachher. Jetzt genießt man erst einmal die Landschaft im Dunkeln. Ja, fällt der Abschied vielleicht nicht ganz so schwer. Genau. Ja, und warum möchtest du umziehen? Ja, also ich habe mir das irgendwie ein bisschen anders in Italien vorgestellt und es war jetzt doch einfach ein bisschen weit weg von der Heimat. Ich würde gerne wieder ein bisschen näher zur Familie und gefühlt habe ich auch das Gefühl, dass der Hof irgendwie das Hofprojekt so ein bisschen abgeschlossen ist. War nie gedacht, dass ich jetzt ewig bleibe, vielleicht ein bisschen länger, aber ich habe jetzt einfach gemerkt, es ist Zeit, wieder nach Deutschland zurückzukehren zu einem neuen Hof. Und da habe ich einen Pizza dabei essen. Ja, die werde ich nicht vermissen.
Ja, genau. Aber ich dachte halt, die Schweine kann ich gut mitnehmen. Ich habe einen neuen Hof gefunden über eBay Kleinanzeigen. Die Bilder sahen auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Und da gibt es nämlich auch einen Schweinestall. Und dann dachte ich, das passt perfekt. Dann kann ich meine Schweine einmal mit umziehen und mitnehmen. Die wollte ich dann nicht zurücklassen. Zumal ich die ja noch gar nicht lange habe. Ne? Ich habe ja quasi jetzt erst neu die Investition getätigt. Und dann wäre es ja schade gewesen, die wieder direkt zu verkaufen. Okay. Ich habe ein Verlustgeschäft gemacht. Oh gut, ist halt schon eine Strecke, gell, für die Tiere. Ja, das stimmt. Aber wir machen ja bestimmt mal Rast zwischendurch. Ja, in die Nacht fahren, dann ist ja eh kühl. Dann geht's. Ja, die schlafen hoffentlich viel. Du bist der Boss, wir folgen dir. Ja, mal gucken, wo es uns dann heute hier hintreibt, ne? Wo wir heute hinfahren. Und kein Problem, wir werden noch Kilometer bezahlen. Oh, ja. Also könnte es teuer werden. Kommt drauf an, ja. Also wenn wir in Polen sind, haben wir auf jeden Fall falsch. Oder in der Republik Tschechien. Ja, das wäre schlecht. Das würde dann auch für die Schweine eine lange Fahrt werden. Das wäre ziemlich uncool. Ja. Das Leben der Schweine liegt in deinen Händen. Ja, deswegen fahre ich auch so langsam, damit auf jeden Fall denen nichts passiert. Und wie lange arbeitet ihr schon für das Logistikunternehmen? Ja, ich mache das auf Subunternehmerbasis. Das heißt? Ja, ich habe meinen eigenen LKW und der gibt mir Aufträge. Ah, okay. Und wie lange machst du das schon? 20 Jahre. Ui, okay. Und dann auch nie in Italien gewesen. Doch, natürlich. Und Andreas, wie lange fährst du schon LKW? Boah, Ding so, ich glaube mittlerweile darf man schon auch fast 20 Jahre sein. Und ich war mittlerweile schon überall. Okay. Ab und zu mache ich einmal so einen Ausflug nach Amerika. Oh, wow. Und dann fahre ich da drüben ein bisschen. Und Ding hat man da sozusagen nur so zusätzlich noch Unternehmen gegründet. Krass. Und ist da sehr anders? Ist da mehr oder weniger Verkehr oder gemischt? In der Nacht eher weniger, wie halt da auch. Und okay. Am Tag geht schon ein bisschen besser zu, aber mit der Polizei hast du auf der Autobahn nicht so Probleme, weil die Hand dann nicht so präsent. Okay. Und haben die viele Blitzer oder wenig? Recht wenig eigentlich. Okay. Ja, ich bin eben geblitzt worden, deswegen frage ich. Ich glaube, in Italien ist teuer, geblitzt zu werden. Naja, das werde ich noch verkraften können. Wenn ich hier so ein teures Unternehmen engagieren kann, dann werde ich den Blitzer auch noch bezahlen können. Oh ja. Als ob das mal mir teuer erwarten. Naja, bei der Strecke, geht schon gut ins Geld. Ja, unbezahlbar. Wenn der Job gut gemacht wird, dann ja. Wenn alles gut ankommt, ohne kaputt zu gehen. Halbe Pfennige gibt's nicht, gell? Zum Bezahlen. Ja, unbezahlbar, halbe Pfennige. Ach so, das habe ich ja noch nie gehört. Und du darfst überhaupt LKW fahren, ja? Ja, ich habe aber den Führerschein noch nicht so lange, also. Ich merk's. Nee, Quatsch. Ja, ich bin halt nicht ständig mit dem LKW unterwegs. Oft mit dem Traktor, mit dem LKW eher selten. Ist doch kein Unterschied. Naja, schon ein bisschen. Ach, die Maße passen ja ungefähr. Ja, kommt drauf an, was man dranhängen hat, ne? Das stimmt, ja. Beim Endeffekt ist es eigentlich egal, wenn du irgendwo dagegen erschrammst, dann ist mit dem LKW was kaputt und mit dem Traktor auch. Ja, das ist, glaube ich, überall so, das stimmt wohl. Ja gut, am Feld sind halt keine Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer. Ne? Ja, meistens nicht. Meistens mal in den Feldwegen, aber sonst eher weniger. Ja, ist schon anders, da bin ich nicht so oft auf der Straße unterwegs. Mal zum Händler oder mal Sachen, Güter verkaufen, ne? Getreide verkaufen oder so. Aber ansonsten bin ich meistens also eher auf den Feldern unterwegs. Den Hof hast du dir schon vorher angeschaut, oder? Nicht nur auf eBay. Gleich. Yeah. Okay, alles gut.
Ich habe ihn mir tatsächlich nur auf eBay angeguckt, weil ich es nicht mehr geschafft habe nach Deutschland. Aber ich dachte, zur allergrößten Not, wenn das wirklich eine Katastrophe dort ist, entweder heißt es dann, ja, Geld in die Hand nehmen und aufbauen. Nein. Oder dann einen anderen Hof in Deutschland suchen. Aber okay. Ich habe mit dem Verkäufer viel Kontakt gehabt. Ich bin da guter Dinge. Fotos sahen gut aus und habe mich auch noch mal per Videochat ein bisschen schon mal rumführen lassen. Also sind schon mal keine Fake-Bilder. Ich habe jetzt auch erfahren, es gibt eine kleine Biogasanlage auf dem Hof. Das hatte ich vorher in der Anzeige nicht gesehen. Das habe ich jetzt per Telefonat rausbekommen. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend. Hatten wir ja bisher noch nicht. Auch mal wieder was Neues. Hört sich noch viel Arbeit an, aber da kann ich ja die andere umliegende Bahn beschäftigen mit. Ja, ich glaube, ich brauche wieder... Auch wieder dann, am Anfang geht es vielleicht noch alleine, mal gucken, aber früher oder später brauche ich dann einfach wieder ein paar Helfer an der Hand, sonst wird das nichts. Ja. Ja, ich denke mal Biogasanlage am Laufen lassen, Laufhalter. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, wie viel Aufwand das dann ist, weil es echt nur eine ganz kleine ist, aber das finde ich auf jeden Fall raus mit der Zeit. Da muss ich mich noch ein bisschen einlesen und mit beschäftigen. Und ja, es gibt auch noch einen großen Kuhstall. Deswegen, damals, als ich nach Italien ging, war ja auch so ein bisschen der Traum vom Kuhstall da. Hat sich aber dann doch nicht ergeben. Aber den würde ich mir jetzt auch gerne erfüllen. Also der Stall ist schon da. Fehlen dann nur noch die Kühe. Du hast nur Schweine gehabt, oder wie? In Italien hatte ich Schafe, Hühner und Schweine. Hm. Genau, und jetzt sind auf jeden Fall, also die Schweine nehme ich ja mit. Hühner, habe ich gehört, sind schon auf dem Hof. Die werden mit übergeben. Der Kuhstall steht aktuell noch leer, aber nicht mehr lange hoffentlich. Ja, und der Ort gibt auch ein bisschen was her. Also ich habe schon gehört, es gibt da auch einen Futtermischer vor Ort. Das ist ganz schön. Kann ich darüber dann immer das Futter für die Schweine und Kühe herstellen lassen. Wie viel Hektar Land hast du dann? Ja. Okay. Im Moment habe ich nur den Hof. Um das Land muss ich mich tatsächlich noch kümmern. Muss ich gestehen. Aber ich habe auf jeden Fall gehört, dass da einiges zum Verkauf steht. Und ich wollte mir das gerne vor Ort angucken, welche Felder da so ein bisschen für mich in Frage kommen. Ich möchte auf jeden Fall eine Wiese gerne haben. Je nachdem, wie viele Kühe es dann werden, muss ich auch gucken, ob ich mit einer hinkomme oder ob ich zwei brauche und wie groß die halt sind. Ja, und dann bin ich auch so ein bisschen am Überlegen, ich hätte gerne mal Mais und vielleicht Kartoffeln angebaut. Oh, Bratkartoffeln. Naja, ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob ich in die Chipsindustrie einsteige. Mm. Ich esse halt selber auch sehr gerne Chips irgendwie. Mm. Ja. Das wäre schon was Feines. Sag Bescheid, dass ich gleich kaufen kann. Ja, genau. Ich schicke dann Probepäckchen raus natürlich an alle, die mich hier bei meinem Umzug fleißig unterstützen. Gibt es dann Chips-Probepäckchen, sobald die ersten in Produktion sind. Aber ja, auch inklusiv oder wie? Nein. Nur die feinsten gibt's dann natürlich. Ja. Aber ich, und da muss ich auch mich erst noch schlau machen. Gibt's irgendwo geeignetes Bauland, wo ich mir eine kleine Fabrik hinstellen lassen kann? Oder gibt's vielleicht auch schon eine Fabrik, die ich übernehmen könnte? Und ist derjenige gewillt, die zu verkaufen? Also es steht alles noch so ein bisschen in den Sternen. Deswegen scheint sich auch gut gelohnt zu haben vom Geld. Ja, wenn du alles kaufen möchtest. Da hat sich auf jeden Fall, die hat sich bezahlt gemacht, würde ich sagen. Die konnte ich mit Gewinn definitiv verkaufen. Ich bin mehr rausgegangen als reingegangen. Ich hätte auf jeden Fall Lust, auch mal Mais zu häckseln. Habe ich schon von gehört, dass das immer eine ganz schöne Gaudi sein soll. Ja, viel Arbeit halt. Du brauchst einen Häcksler, Die sind teuer, ja. Das weiß ich, ja. Dann je nachdem auch Abfahrer. Abfahrgespanne. Ich brauche unbedingt wieder Helfer. Ohne Helfer wird das nichts. Aber ein Schritt nach dem anderen. Also ich fange erstmal klein an. Es wird, denke ich, auch teuer. Ich habe mir auch vorgenommen, diesmal nichts zu leasen, sondern alles so zu kaufen. Also Step by Step.
Mal gucken, ob das gut geht. Da wurde ich ja auch verwöhnt auf der Italia. Erstmal alles nur geleast und dann nach und nach abbezahlt. Aber ich muss sagen, ich habe am Ende einfach festgestellt, wie schön es ist, wenn man Geld hat, was man ausgibt und ja, nicht jeden Monat dann noch die Raten, die teuren, zahlen muss. Das stimmt. Aber ich denke, früher oder später wirst du da nicht drum rumkommen. Könnte passieren. Aber erstmal versuche ich es auf jeden Fall ohne. Was Jetzt. Sind schon Gerätschaften vorhanden auf dem Hof? Noch gar nichts. Oh. Also ja. Erst mit dem Tretbullock angefangen und dann als nächstes kommt dann ein richtiger Bullock. Oder erst Handarbeit und dann. Ja, ich habe so ein bisschen gehört, dass auf jeden Fall die Gegend da ein bisschen, auch wenn sie von Bergen umgeben ist, in einer schönen, wie sagt man denn? Plateau ist nicht das richtige Wort, aber relativ eben ist. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich erstmal mit einem kleinen Traktor anfange. Oder vielleicht mit zwei kleinen, mal gucken. Und hoffe, dass die erstmal ausreichen, weil die sind ja deutlich günstiger, als wenn wir gleich. Also wenn ich gleich einen großen kaufe. Aber vielleicht ist ja auch was Schönes, ne, beim Gebrauchthändler im Angebot. Da gucke ich auf jeden Fall vorbei beim Händler im Ort, ob der irgendwas hat. Und ansonsten wird einfach klein gestartet. Zumindest was den Traktor angeht. Also der Traktor ist klein und Mähdrescher oder so ist dann groß. Ja, das muss ich so ein bisschen gucken, ne? Je nachdem, was ich für Felder dann nehme. Ich denke, ich werde auch einiges mieten, aber dann halt immer nur vorübergehend, wenn ich die Geräte brauche. Also gerade auch, wenn ich Kartoffeln anbaue, dann, also ein Kartoffelernter werde ich mir definitiv wahrscheinlich dann mieten. Und ja, genau. Andreas, sind meine Bremslichter nicht gegangen, oder? Oh, oh. Ja, guck mal, wie schön die Sonne geht auf. Wir fahren ins Morgenrot. Aber wir sind richtig, ne? Vielleicht kann sie sich ja nicht trennen. Wieder zurückfahren. Ja, mir fiel tatsächlich der Abschied auch ein bisschen schwer. Nach 4 Jahren war das jetzt doch ein bisschen emotionaler, der Abschied, als ich das gedacht hätte. Ich dachte irgendwie, das würde mir leichter fallen. Aber es ist dann so viel Zeit und Arbeit und Kraft, die man in diesen Hof gesteckt hat und Herzblut, dann war das mit dem Abschied doch nicht so einfach. Ja, und viele Wochenende, denke ich. Wie bitte? Und viele arbeitsreiche Wochenende. Ja, natürlich. Also das bleibt nicht aus. Das wird in Deutschland aber auch genauso sein. Das ist ja Standard. Ja, und meine... Wow! Was macht ihr denn hier vor mir? Meine Schafe habe ich ja auch zurückgelassen. Die sind mir auch mit der Zeit sehr ans Herz gewachsen, aber die konnte ich jetzt leider erstmal nicht mitnehmen. Beziehungsweise wird dann auch keinen Sinn mehr machen, die nachträglich liefern zu lassen. Ja, was hast du mit der Schafe gemacht oder mit der Wolle? Die haben, hat der Verkäufer, der Käufer übernommen. Der behält die auf seinem. Mit der Wolle? Ja, die habe ich verkauft. Ja, für was? Kopfkissen? Socken? Für Kleidung. Hm. Mm, schön, also, ne, noch mit Schafswolle, das ist dann schön warm. Und wir haben auch noch Garn draus produziert für die Omis, die Socken stricken. Ganz wichtig für Weihnachten. Ja. Die Socken fürs ganze Jahr. Also. Also die zieht man das ganze Jahr an, aber ja, die Omis stricken oft für Weihnachten die Socken. Moment, muss ich weiter links? Nee, ne? Oder? Bin mir gerade unsicher. Grün. Da muss grün ist. Oder wo du durchfahren kannst. Und durchfahren okay, dann muss ich doch rüber. Ganz links. Dankeschön. Oh. Das war ich. Ja, da merkt man, ich bin hier nicht so oft auf den Straßen unterwegs. Von Deutschland nach Italien bin ich nur mit dem Zug angereist. Da habe ich ja nichts groß mitgebracht. Ich habe mir dann alles unten eingerichtet in Italien. Aber jetzt Rückzugs wollte ich mich von meinen Sachen natürlich nicht trennen. Oh, Entschuldigung. Hm.
Boah, Hälfte haben wir geschafft. Schön. Ja, einen Weinbau wolltest du nicht machen in Italien? Ach, ja. Also, ich finde das eine schöne Sache, aber einerseits ist das, finde ich, so eine Wissenschaft für sich. Also, ich glaube, wenn man da nicht sehr viel Ahnung von hat, kann das ganz schön in die Hose gehen. Und andererseits war mir das dann auch, uff, da hätte ich noch mal weitere Maschinen gebraucht und bis ich das gelohnt hätte, das... Und es ist eine sehr zeitintensive Arbeit und da muss ich sagen, da habe ich einfach dann nicht die Kapazitäten für gehabt. Ich war so schon gut beschäftigt auf meinem Hof. Mhm. Und deswegen habe ich da mal die Finger von gelassen. Ach, guck mal, hier sind auch Kühe, ne? Mhm. Wo? Rechts. Rechts? Die kommen noch. Ja, okay, ich bin ja hinterm Bus gerade. Wir sind auch, glaube ich, in Österreich angekommen schon, oder? Oder kommen gleich an? Na, immer nur in Italien. Ah, noch in Italien, okay. Dann hatte ich nur gesehen, dass es bald... Ja. Ach, ganz... doch, sag schon. Ganz lustig auf jeden Fall, ich war mal in Österreich unterwegs. Und da gab es einfach, wir sind mit dem Auto gefahren. Und da gab es tatsächlich einen Bereich, wo die Kuhweide über die Straße ging. Hm, gibt es öfters in der Straße, ja. Schweiz. Das auch. War sehr interessant. Es hat auch sehr, sehr lange gedauert, bis wir da durchkamen, quasi. Also durch die Weide durchgefahren sind mit dem Auto, weil die Kühe natürlich alle auf der Straße standen. Die kamen auch echt ganz schön dicht ans Fenster. Aber die haben nichts gemacht. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass die irgendwie, weiß ich nicht, das Auto anspringen oder sowas. Aber war alles gut. Na, Kühe haben genügsame Tiere. Wenn du denen nichts tust, lernen die dir nun mal auch nichts. Es sei denn, es ist ein kleines Kälbchen und Mutterkuh ist in der Nähe, dann kann es problematisch werden. Aber ansonsten, normalerweise lernen sie da nichts. Ich glaube, das waren tatsächlich ziemlich viele Jungbullen, wenn mich nicht alles täuscht. Und deswegen, da hatte ich ein bisschen Sorge, weil mit denen geht ja manchmal so ein bisschen das Gemüt durch, ne? Oh, ja. Ich sehe auch gerade, ich glaube, wir müssen mal die nächste Tankstelle anfahren. Mein Tank leert sich so langsam. Ja. Ah, jetzt regnet es hier noch. Jetzt kommen wir Richtung in neue Wetterlagen hier. Ja, jetzt kommen wir in Richtung Deutschland. Mhm. Wenn es in Österreich schon zum Ringen anfängt, dann kann es in Deutschland nur noch schlechter werden. Zumindest in Bayern. Oh, war ja. Ja, da wollen wir ja hin. Ja, wenn ihr wollt, kann ich euch nachher nochmal per Videochat meinen Hof zeigen. Ja, gerne. Ja, gerne. Ach, guck mal, was für ein schöner Ausblick. Muss man hier aufpassen, dass man die Straße nicht verlässt, ne? Okay. Jetzt ganz entspannt weiter. Mit hier Bergblick. Schön. Die können wir von meinem neuen Hof auch öfters betrachten, die Berge. Das ist eigentlich ganz schön. Ich gehe quasi von einem... Ja, wie sagt man denn? Von einer schönen Landschaft komme ich in die nächste schöne Landschaft. Und doch ein bisschen auch Abwechslung drin. Ne? Ja, vielleicht müsstet ihr mal eine Runde auf meinem Bauernhof vorbeikommen. Dann habt ihr auch mal Abwechslung. Ja, das war zur Abwechslung einmal nicht schlecht. Zum Urlaub machen. Zum Urlaub machen. Ich habe bestimmt noch... Ich glaube, ich habe sogar Gästezimmer in meinem Haus, wenn ich das richtig gelesen habe. Also beziehungsweise so viele Zimmer, dass ich mir ein Gästezimmer einrichten kann. Wenn dann irgendwann der Hof ein bisschen läuft, könnt ihr euch das mal alles anschauen, was da... Wie sich der Hof denn auch verändert hat. Weil Trecker fahren und wenn Hühner auf dem Hof rumrennen, weiß nicht, ob du das haben willst. Dass ihr dann mit dem Trecker langfahrt, wenn da meine Hühner sind. Ja. Naja, also wir können ja Bereiche festlegen, wo nicht lang gefahren werden darf, ne? Andreas, ich sehe schon, sie gibt dann so einen Plastiktraktor. so ein Drehtraktor für Kinder. Ja, so einer steht vielleicht auch da rum. Mal gucken. Da kann nicht so viel schief gehen. Da könnt ihr erstmal zeigen, ob ihr das drauf habt. Und wenn das klappt, dann könnt ihr vielleicht, dürft ihr vielleicht in den Großen einsteigen, ne? Slalom zwischen der Hühner. Genau.
Ah, ich habe jetzt schon Angst auf meine armen Hühner. Also Achtung, und dann können wir gerade mal während dem Stau ja schön tanken gehen, ne? Vielleicht ist der ja bis dahin vorbei. Ein Tässchen Kaffee trinken. Muss man noch so viel Pipi machen. Um 10 Uhr gibt es normalerweise Weißwürst und ein Weißbier. Ah, ja, an die neuen, wie sagt man, Traditionen oder wie man sagt, muss ich mich dann auch noch gewöhnen. Hab noch nie Weißwurst gegessen. Gegessen. Oh Mann. Ah, das ist also tanken mit LKW ist kein Vergnügen, kann ich euch sagen. Ich denk mal. Fast 500. Traktor wird auch nicht weniger. Bleib du vor dem. Ja, ein bisschen, ne? Ein bisschen. Ja, mein Opa hat früher auch Schweine gehabt. Ach ja. Viele oder nur ein paar? Ja, so 20, 30 Stück. Okay. Oh, das ist ja schon mal eine ganz gute Menge. Hm. Ich habe jetzt meine 48 mitgenommen. Und zwei hatten schon, also zwei Ferkelchen habe ich noch bekommen gehabt in Italien. Die habe ich auch mitgenommen. Also 48 Schweine, zwei Ferkelchen. Und in den Stall passen dann ungefähr 100 rein. Genau. 120 Kilometer noch bis Nürnberg. Ui, ja, dann haben wir es ja fast geschafft. Dann sind wir bald auf meinem Hof angekommen. Ich bin echt mal gespannt. Ich hoffe, ich bin da nicht enttäuscht von dem, was ich auf den Bildern gesehen habe. Ah ja, ich bin jetzt auch froh, wenn wir gleich die lange Fahrt geschafft haben. Bin nicht gewohnt, so lange hier LKW zu fahren. Ja gut, 14 Stunden am Traktor oder 12 Stunden... Ja, aber es sind irgendwie, also mein Traktor finde ich schon ein bisschen entspannter. Da ist man auch nur auf dem Feld unterwegs. Muss nicht so viel gucken, was die anderen machen. Ja, die bauen. Lässt dann Traktor für sich arbeiten. Ach, auch noch. Ja, das muss schon sein. Das ist schon schöner als auf der Straße. Bin ja auch noch so ein bisschen am Überlegen, ob ich vielleicht irgendwann auch noch ins Schokoladengeschäft einsteige. Aber ob ich mir Kartoffeln und Zuckerrüben antue. Aber eigentlich, also es gibt nur lecker Essen bei mir, würde ich sagen, ne? Chips, ja. Schnitzel, Milch. Schokolade würde da echt gut reinpassen. Nee. Ja, genau. Ihr bringt's Bierchen mit. Ja, und ich liefere den Rest. Ah, guck mal, Nürnberg, wir sind gleich da. Ja, ich muss mal ein bisschen gucken, wie so meine Kapazitäten sind, was das alles so kostet, wie viel Zeit ich so habe, wie viel Zeit das alles in Anspruch nimmt. Ist ja doch alles ein bisschen anders und neu dann. Mhm. Aber ist ja auch mal schön, was anderes zu machen. Getreide kann ich langsam nicht mehr sehen. Ein bisschen was brauche ich wahrscheinlich wegen dem Stroh für die Kühe, aber ich glaube, erstmal sollte es dann... ja, so wenig wie möglich Getreide sein. Okay, wir sind schon am Platz. Beim Logistikunternehmen? Mhm. Ach so, okay. Ja, ja, gut. Keine Möglichkeit mehr gefunden zum... Ah ja, ich sehe gerade auf dem Navi, es ist ja jetzt hier kurz nach der Ausfahrt schon, ne? Ja. Haben wir Nürnberg erreicht, schön. Ja, und dann habe ich noch einen kleinen Weg zum Hof zu fahren, aber... Da nehme ich dann das Auto und nicht den LKW. Also ich habe mir einen Leihwagen habe ich mir geholt. Oh, ich sollte vielleicht auf die Ampel gucken. Upsi. Ich war schon wieder in Gedanken bei meinem Hof, was es alles so zu tun gibt. Was als erstes ansteht. Hühner überfahren. Das werde ich nicht machen. Ich sollte mal gucken, ob zum Beispiel meine Schweine, ich weiß gar nicht, ob der Vorbesitzer mir auch Schweinefutter da gelassen hat oder ob der überhaupt Schweine hatte, weil ich glaube, der Stall ist relativ neu gebaut. Also ich glaube, da muss ich erstmal gucken, dass meine Schweine dann auch versorgt werden. Nach der langen Fahrt haben die bestimmt Futter. Ein bisschen ist noch im, habe ich ihn mit reingemacht in den Anhänger, aber dann sieht es irgendwann dünn aus. Wo getankt hast, habe ich geschaut, da war noch was drin. Super. Ja, jetzt haben sie es ja auch gleich geschafft. Ja, ich habe mit eurem Chef ausgemacht, dass das letzte Stück zum Hof bringt ihr hier meine Schweine. Und ich fahre dann mit dem Auto. Das ist dann, auf dem Hof ist da doch alles nochmal ein bisschen enger. Da ist dann schön, wenn das jemand für mich erledigen kann. So, und da sind wir tatsächlich angekommen. Von Italien bis nach Nürnberg. Du musst die Adresse noch geben. Ich habe mich noch gar nicht gestimmt. Ich habe noch gar nicht gesagt, wo der Hof liegt, ne? In welchem Ort? Ja, es geht ins schöne Talbach. Ah, okay, schön.
Ja, also auf den Bildern sah der Ort traumhaft aus. Ich hoffe, es ist dann auch in echt so. Ja, genau. Also weil im LS spiele ich dann jetzt nicht mehr auf der Italia weiter, sondern ich habe jetzt quasi auf die Talbach gewechselt und einmal euch beim Umzug mitgenommen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ein neues Projekt zu starten und freue mich auch drauf, einfach nochmal ein paar neue Sachen auszuprobieren, nicht immer das Gleiche. Es war jetzt irgendwann ein bisschen eintönig geworden. Gegen Ende war es dann auch schon nochmal ganz nett auf Detail, weil ich dann nochmal die Schweine geholt hatte, aber hatte jetzt einfach auch mal wieder Lust auf eine andere Karte, ein bisschen, ja. Aber es war eine schöne Zeit auf Detail auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt auch mal entschieden, dass ich wahrscheinlich ohne Precision Farming spielen werde. Zumindest lasse ich es auf jeden Fall erstmal aus. Hat den einfachen Hintergrund, dass ich gerne mal ein paar neue Geräte auch ausprobieren will. Und wenn man mit Precision Farming spielt, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man ja manche Geräte dann eher nicht benutzt, dafür andere. Und deswegen einfach, um ein bisschen auch Abwechslung zu haben, wahrscheinlich ohne Precision Farming diesmal. Ja, guckt mal, wie schön die Berge doch sind, oder? Mit einer schönen Brücke. Es ist ein toller toller Ausblick. Ich muss ein bisschen auf die Straße gucken, ne? War ja auch noch nicht hier, ne? Deswegen kenne ich mich noch nicht ganz so aus. Ich hoffe, das wird dann mit der Zeit auch besser. Und dann schauen wir uns das mal an. Der Schweinestall ist ein bisschen außerhalb, kann ich euch schon mal sagen. So, und ich steige jetzt mal, ich lasse, glaube ich, mal das Auto hier vorne stehen und steige mal aus. Und dann zeige ich euch mal das bisschen, was ich von den Bildern zumindest kenne. So. Und zwar ist hier vorne einmal mein bescheidenes Farmhäuschen. Dann hier wohnen die Hühner. Die haben auf jeden Fall, wieder wie auf Detalia auch, ne, dürfen die hier frei rumlaufen. Die haben ordentlich Platz. Diesmal auch einen kleinen Hühnerstall hier, ne, wo man reingehen kann. Seht ihr alles? Ja, ja, schön. Ja. Super. Ja, kommt keine Rückmeldung, ne, da muss man ja mal fragen. Ich war gerade begeistert von deinen Hühnern. Ah, von den Hühnern. Ja, guckt mal, dann habe ich hier auf jeden Fall eine schön große Halle. Ich hoffe, also, wenn ich auf der Italia alles in meinen Mini-Unterständen untergebracht habe, ich glaube, da habe ich hier mehr als genug Platz. Und ich sehe gerade, da wo ich eben reinfahren wollte, da kann ich tatsächlich durch meine Halle durchfahren. Das ist ja cool gemacht. Das finde ich auf jeden Fall schön. Und da aber nochmal die schöne Aussicht. Ja. Hier in der Mitte das Herzstück, einmal der Kuhstall, der dann hoffentlich bald, ja, bewohnt wird von meinen Kühen. Der ist groß. Der ist groß, ja. Soll ich mal gucken, was in den, wie heißt das? In den Vorschriften steht, wie viel Kühe hier rein dürfen. Mhm. Guck mal gerade. 250. Wow. Ja, also ich glaube, da kriege ich dann schon einige Kühe unter. Ja. Genau, hier hinten sind noch mal weitere Unterstände. Hier habe ich noch ein Silo, um ja, ne, meine Sachen zu lagern. Hier hinten sind schon einige Strohballen. Das ist ganz nett, ne? Also die Tiere sind schon mal ein bisschen dann auch am Anfang versorgt. Heuballen haben wir auch am Start. Und guck mal, und rundherum halt immer die schöne Bergkulisse. Das finde ich so schön. Ja, schön urig. Ja, definitiv. Und genau, ich habe euch ja erzählt von der kleinen Hof-BGA. Das ist hier einmal das Prachtstück. Da freue ich mich schon drauf, die irgendwann einzuweihen. Genau, und dann würde ich einmal noch mal ganz kurz euch den Schweinestall zeigen. Ich hoffe, ich muss mal gerade ein bisschen hinjoggen. Das ist ein kleines Stück zu laufen. Auch schöne Gegend. Ja, ne? Ich finde es ja auch so schön. Und guck mal, hier ist gleich ein Maisfeld. Vielleicht wird es mal bald meins sein, wenn das zum Verkauf steht. Oh, deine Kondition bewundere ich, gell? Ja, ich gehe regelmäßig joggen. Sonst könnte ich das auch nicht. Guck mal, da sind sie tatsächlich. Meine Schweine sind schon angekommen worden. Ich würde sagen, die sehen unversehrt aus, ne? Guck mal, schon wieder am Schlafen, ganz entspannt. Und hier sind mein Ferkelchen. Eins und... Weiß nicht, irgendwo anders springt wahrscheinlich das zweite rum. Ja. Andreas, haben wir den richtigen Stall beliefert. Ja, doch. Ne? Habe ich Glück gehabt. Ja. Ja, und was sagt er zu meinem Hof? Noch alles schön. In Startlöchern, ne? Aber
Ich finde, es ist sehr idyllisch gelegen. Ich glaube, hier kann ich mich wohlfühlen. Ja, das schaut auf jeden Fall super aus. Ja, ne? Guck mal, und wie viele Unterstellmöglichkeiten ich jetzt habe. Ich kann es gar nicht fassen. Wenn ich überlege, mit wenig Unterstandmöglichkeiten ich immer in Italien meine ganzen Geräte überall hinquetschen musste, da weiß ich ja hier vor lauter Unterstand gar nicht, wo ich parken soll. Da ist ja alles frei. Ja. Dann danke auf jeden Fall für die Fahrt. Bitte, bitte. Wenn ich nochmal umziehe, kann ich euch ja wieder engagieren. Ja. Ja. Immer und wieder gerne. Ja. Sehr gut. Also ihr habt gute Arbeit gemacht. Ich werde natürlich das Geld an, ne, an euch überweisen, keine Frage. Schickt mir die Rechnung und dann geht es klar. Machen wir. Super. Alles klar, dann auf Wiederhören, ne? Ja, Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Wiederhören. So, ja, genau. Das war einmal der Umzug von der Italia nach Thalbach. Ich hoffe, euch gefällt auf jeden Fall die Karte genauso gut wie mir. Also Andreas und Carsten, dir auf jeden Fall nochmal ganz lieben Dank fürs Mitmachen. Es war übrigens Carstens Idee. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Bin ich schuld, na toll. Ja, du hast das Ganze angeleiert, aber ich fand es eine coole Idee, weil dann hat man auch irgendwie einen coolen Abschluss auf der Italia gehabt. Also lieben Dank und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sage ich ciao, ciao und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao.